Richtiges Verhalten im Störfall. Mit Karl und Kevin. Es ist sehr unwahrscheinlich, falls es in Karlsruhe aber tatsächlich zu einem Störfall kommt, sich zum Beispiel eine Gaswolke bildet, es brennt oder etwas explodiert, sind wir vorbereitet. Bei Störfällen auf einem Firmengelände greift zuerst das Sicherheitssystem der Firma. Sobald Gefahr für die Bevölkerung besteht, löst die städtische Feuerwehr den Alarm aus. Daraufhin lässt die Stadt Sirenen ertönen und schaltet die Info-Hotline frei. Bei einem Alarm klingt das dann so. Wenn man die Sirene hört, sollte man sich an folgende simple Regeln halten. Regel Nummer 1. Begib dich in das nächstgelegene Gebäude. Regel Nummer 2. Warne die Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung und fordere sie auf, sich in geschlossene Räume zu begeben. Regel Nummer 3 und Regel Nummer 4. Schließe alle Fenster und Türen und schalte Lüftungen und Klimaanlagen aus. Regel Nummer 5. Schalte regionale Radio- oder Fernsehsender ein, um dich über die Lage zu informieren. Regel Nummer 6 und Regel Nummer 7. Wenn es dir oder einer anderen Person gesundheitlich schlecht geht, kontaktiere einen Arzt oder den Notfalldienst. Blockiere den Notruf bitte nicht unnötig. Damit hätten wir das Wichtigste erklärt. Auf unserer Homepage www.störfall.karlsruhe.de kannst du dich weiter informieren.